Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch die drei besten Trio-Landing-Spots vorstellen. Darunter gibt es Landing-Spots, die sehr, sehr wenig contested sind. Allerdings auch Landing-Spots, die sehr, sehr stark contested sind. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall für jeden etwas dabei sein. Im Generellen hat man aber an allen Landing-Spots relativ gute Chancen, wenn man die gemastert hat, die auch zu überleben. Und es gibt in allen Landing-Spots auch sehr, sehr guten Loot. Also wie gesagt, es sollte auf jeden Fall für jeden etwas dabei sein. Wenn natürlich in Zukunft keine weiteren solcher Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut. Dort bin ich zurzeit auch jeden Tag live. Wenn ihr da natürlich auch nichts verpassen wollt, lasst dort gerne ein Follow da. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem ersten Landing-Spot. Und zwar ist der dieser Obstgarten, der sich nördlich von Frenzy Farm befindet. Hier ist man meistens bei höchstens einem Team contested, beziehungsweise einem Trio contested. Und am besten, um das Ganze hier zu beginnen, sollte eine Person hier auf dieser Seite des Hauses landen und die andere Seite auf die andere Person auf diese Seite. Und der dritte sollte dann dort unten landen. Dann befindet sich nämlich einmal hier unter diesem Dach direkt die erste Kiste, die man mitnehmen kann. Ansonsten, wenn man zu low ist, kann man auch direkt hier auf dieser Seite reindroppen. Und ansonsten kann man natürlich auch noch die Tür benutzen, die dort ist. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man hier ins Haus reinkommt. Aber am besten ist es auf jeden Fall, wenn man entweder hier reingeht, hier oben reingeht oder eben halt auf dieser Seite reingeht. Denn wenn man hier auf dieser Seite reingeht, kann man einmal die Floor-Loot-Spawns direkt daneben mitnehmen oder man pickaxe sich nochmal durch die Wall durch, beziehungsweise durch den Floor durch und nimmt dann hier direkt die Kiste mit. Dann kann man hier unten einmal die ganze Etage looten, der obere kann direkt oben einmal die ganzen Floor-Loot-Spawns mitnehmen und dann, wenn man hier durch ist, hat man noch häufig auch Splashbacks gefunden, womit man sich dann auch zusammen healen kann. Und hier sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Floor-Loot-Spawns drin. Die dritte Person kann dann, wie gesagt, hier bei diesem Traktor landen. So ist man nämlich immer relativ zusammen und falls Gegner dann irgendwie von dort hinten kommen sollten, kann man die relativ easy abschießen und damit hat man eigentlich auch immer relativ gute Möglichkeiten, die auch zu killen. Auch wenn da übrigens zwei Leute euch dort oben contesten, habt ihr meistens, wenn ihr zumindest diesen Landing-Spot, wie gesagt, gemastert habt, habt ihr relativ gute Chancen, diesen Landing-Spot dann auch immer zu gewinnen, weil wie gesagt, wenn die Gegner nicht wissen, wie man hier am besten jobbt, dann hat man eigentlich immer easy die Kiste hier, weil man eben halt weiß, wo die ist und so hat man dann auf jeden Fall immer gute Chancen, weil die meisten Gegner immer hier nicht mal Waffen haben. So kann man auf jeden Fall schon ein bis zwei Gegner hier killen und damit hat man ein einfaches 3 gegen 1 und so kann man dann auch noch den letzten easy killen. Wenn man dann hier mit da durch ist, mit den ganzen Gegnern und auch hier alles an der Ecke gelootet hat, dann kann eine Person hier weitergehen in diese Richtung, dort die Kiste mitnehmen. Eine weitere Person kann dann hier hinten rumgehen und die letzte Person kann dann einmal hier die Scheune looten. Dort ist einmal an der Position eine Kiste und an der Position eine Kiste und dann, wenn man zusammen fertig ist, kann man noch in dieses Gebäude looten gehen und dann hier den Rest nochmal looten. Hier sind auch beispielsweise eine Eistruhe drin, wo man natürlich ganz guten Loot auch nochmal bekommen kann und ansonsten gibt es hier auch noch diese ganzen Boxen. Dort können natürlich Chilis rauskommen, womit man dann am besten, wenn man natürlich insgesamt 3 oder 4 Stück gefunden hat, womit man dann auch relativ easy nach Frenzy Farm weit rotieren kann, weil man damit natürlich einen ziemlich guten Speedboost bekommt und dann kann man meistens in Frenzy Farm entweder Gegner fighten, falls dort welche sein sollten, oder man kann weiter looten und wenn man in Frenzy Farm ist, sollte man auch meistens schon die Zone haben. Das heißt, man sollte auch, wenn man zum Obstgarten geht, eigentlich immer schauen, ob vielleicht noch in Frenzy Farm der ein oder andere Gegner gelandet ist und dann kann man meistens hier direkt von der Scheune relativ gut, vielleicht mit einem Jagdgewehr schon einen vom Trio killen und ansonsten eben halt die anderen relativ simpel lasern. Meistens haben die immer Low Ground und sind dann auch, wenn die irgendwo so dort beim Haus begonnen haben, hier bei der Scheune, wenn man mit dem Obstgarten looten durch ist. Dann kommen wir auch schon direkt zum zweiten Landing Spot und zwar befindet sich der ganz in der Mitte der Karte und zwar ist das The Authority. Der Landing Spot ist tatsächlich manchmal überhaupt nicht contested. Es können allerdings auch bis zu 7 Trios hier landen. Das heißt, achtet wirklich immer gut drauf, wie viele Gegner hier mit euch landen und um das Ganze hier zu beginnen, sollte auf jeden Fall der eine einmal schauen, was hier für ein Floorloot Spawn liegt und was dort oben drauf für ein Floorloot Spawn liegt. Wenn dort irgendwelche guten Waffen sind, kann man die mitnehmen. Ansonsten geht man am besten direkt hier einmal unten rein und dann kann man einmal durch die Tür gehen. Hier befindet sich auch eine Aufrüstbank, die kann man später benutzen. Ansonsten nimmt man einmal die Kiste hier an der Stelle mit. Dann geht man weiter einmal um die Ecke, placiert hier eine Cone, nimmt die zweite Kiste mit, geht einmal nach oben, nimmt die Munitionsbox mit, sammelt noch den restlichen Floorloot hier ein und dann kann man hier hinten auch, muss einmal aufpassen auf die Turret. Am besten, bevor man hier hingeht, kann man direkt auch noch einmal hier durch
durch diesen Gang durchgehen und sich dann hier einmal verkleiden in dieser kleinen Umkleidekabine. Und dann kann man dort eben halt auch easy dann vor die Turret gehen, ohne abgeschossen zu werden. Und man kann dann hier auch noch die Henchman-Kiste mitnehmen. Ansonsten kann man natürlich hier noch die beiden Slurp-Fässer mitnehmen und hier eine Cone placen, um die nächste Kiste zu bekommen. Und so sollte man auf jeden Fall ausreichend Loot haben. Die zweite und dritte Person landet dann genau hier in dieser kleinen Luke, wo dann eben halt auch eine Toilette und eben halt diese Umkleidekabine ist. Dafür kann man am besten beginnen, irgendwie, dass man eine vielleicht auscheckt, was hier für eine Floor-Dot-Spawn ist. Dort kann man meistens dann auch hier beginnen und dann da reinlaufen. Ansonsten ist dort auch noch ein Floor-Dot-Spawn, den man natürlich mitnehmen kann. Oder man geht immer direkt hier rein. Hier ist auch noch ein weiterer Floor-Dot-Spawn, den man natürlich auch mitnehmen kann. Dann könnt ihr eben halt auch hier mit reinkommen und dann eben halt hier auch mithelfen zu looten. Und wenn man dann hier fertig ist, kann man einmal hier noch die Munitionskiste mitnehmen und danach einen eigentlich schauen, wie man weitermacht. Man kann sich vielleicht hochpickaxen meistens oder manchmal kommen auch hier Gegner schon direkt nach unten mit hin. Und ansonsten kann man eben halt beispielsweise, falls Gegner oder Mitspieler gestorben sind, kann man deren Respawn-Karten auch bzw. deren Reboot-Karten auch mitnehmen und dann hier direkt beim Restart-Bus rebooten und das ist tatsächlich immer relativ leicht, also man wird hier eigentlich selten abgeschossen, man hat einen relativ guten Winkel, dass man hier safe ist und dann kann man danach eigentlich auch schon, wenn man vielleicht Jules sogar schon vorher gekillt hat, nach unten gehen und direkt den Tresor mitnehmen. Wichtig ist dabei nur, dass man am besten hier einmal alles absichert, da dort eventuell Gegner rauskommen können und natürlich Turrets sich auch dort hinten an den Decken befinden und dann am besten auch noch einmal alles von oben zubauen, dann ist man auf jeden Fall ziemlich safe und dann kann man einmal hier nochmal den Loot aus dem Tresor mitnehmen und danach immer nochmal die restlichen Gegner hier aus Authority fighten. Wenn man dann damit fertig ist, kann man nach Solid Springs weitergehen. Dort sind häufig auch noch Gegner und mit dem eigenen Loot, mit Grappler, mit Drumgun und dem ganzen Tresor-Loot sollte man auf jeden Fall ein relativ leichtes Spiel haben, die dann auch zu killen. Ansonsten hat man häufig tatsächlich relativ wenige Mats nur. Dafür kann man allerdings hier die Steine rundherum abfarmen. Man kann natürlich auch die ganzen Bäume abfarmen und außerhalb gibt es natürlich auch noch Steine und Bäume. Und dann kann man irgendwo beispielsweise in Solid Springs nochmal die Autos abfarmen und dann sollte man auf jeden Fall auch hier mit vollem Metze werden. Der letzte Landing-Spot ist ähnlich schon wie bei den Solo-Landing-Spots auch Ricky Rick, diesmal allerdings nicht die rechte Insel, sondern die linke Insel und dort landen am besten zwei Spieler auf diesem Haus drauf, einer kann beispielsweise auch an diesen Seitengebäuden dort landen und der andere landet dann eben halt oben drauf und der dritte kann dann eben halt direkt hier auf dieser anderen Insel landen, dort sind irgendwie so vier Kisten und in dem Hauptgebäude sind dann acht Kisten, das heißt relativ gut eigentlich aufgeteilt. Und wie sie eben gerade schon angesprochen hatte, kann beispielsweise einer hier oben beginnen in dem Turm und der andere kann dann hier an den Seiten erst dann beginnen die Kisten mitzunehmen und dann von unten das Ganze einmal looten. Und wenn man dann hier fertig ist, sollte man auch relativ gleichzeitig mit dem fertig sein, der auf der anderen Seite gelandet ist. Und dann kann man zusammen hier einmal auf diese Nebeninsel nochmal gehen und dann sich hier ein bisschen Holz noch mitnehmen, ein bisschen hier auch Metall mitnehmen und dann natürlich hinten auch noch die Kiste mitnehmen. Wenn man dann auch hiermit fertig ist, kann man weiter zu dieser kleinen schwimmenden Insel gehen. Dort sind dann auch nochmal 5 Kisten, soweit ich weiß, und wenn man dort dann zu dritt lootet, sollte man das auf jeden Fall auch relativ schnell haben. Hier ist auch etwas Musik drin, das heißt, man sollte auf jeden Fall ein bisschen besser aufpassen, falls vielleicht Gegner von The Flotilla kommen sollten. Ansonsten ist generell auch immer gut, dass man zu The Flotilla schaut, wie viele Gegner dort immer landen. Bei Ricky Rick hier selbst auf dieser Insel sollte maximal eigentlich eine Person landen. Die einzige Ausnahme ist eben halt, wenn unten eventuell das Boot noch sein sollte, dieses kleine, was sich eben halt um die Karte befindet, dann könnten auch Gegner nachher nochmal hier hinkommen, aber ansonsten sollte da auf jeden Fall nachträglich keiner mehr hinkommen können. Wenn man dann auch hiermit fertig ist, sollte man auf jeden Fall gar nicht so lange gebraucht haben und dann kann man auch direkt nach The Flotilla weitergehen und sich dort dann eben halt nochmal ein bisschen mehr Loot mitnehmen. Dort sind ja unglaublich viele Kisten und wenn man vorher geschaut hat, wie viele Gegner gelandet sind, dann kann man vielleicht auch immer hören, wie viele vielleicht schon davon gestorben sind und weiß dann eben halt, ob man noch vielleicht Gegner fighten muss oder beziehungsweise wie viele Gegner man fighten muss. Wenn hier vielleicht noch zwei Trios sich gegenseitig fighten, dann kann man natürlich die auch Third-Partien und so easy
hier nochmal Kills mitnehmen. Ansonsten gibt es hier, wie gesagt, sehr, sehr viele Kisten. Und da kann man natürlich am Ende noch Ocean mitnehmen und da natürlich Ocean's Sturmgewehr und dann noch den Chuck-Chuck mitnehmen und dann natürlich am Ende auch noch den Tresor öffnen, der sich dort in dieser Mittelinsel befindet. Ocean ist tatsächlich relativ häufig im Wasser, kann allerdings auch an den Seiten spawnen, das heißt, es ist relativ schwierig, das zu finden. Um zu checken, ob eventuell sie schon tot ist, kann man eigentlich hier immer einmal reingehen und dann immer gucken, ob der Tresor noch geschlossen ist. Das ist nämlich meistens schon mal ein Anzeichen dafür, dass entweder die Gegner mit dem ganzen Loot von Ocean noch hier sein müssen oder dass man eben halt oder dass Ocean eben halt noch am Leben ist. Und wenn man dann auf jeden Fall hier auch den Tresor mitgenommen hat, sollte auf jeden Fall der Loot extrem gut sein. Und dann kann man von hier aus relativ simpel mit dem Wasser erstmal weiter moven. Natürlich ab der nächsten Woche, ab dem 24. Juli wahrscheinlich wieder, wird man dann durch Whooping Woods wahrscheinlich nicht mehr durchkommen, zumindest nicht mit dem Wasser. Das heißt, dort kann man dann nur noch hier rüber schwimmen. Ansonsten geht es aber auch ganz gut. Eventuell kommen ja dann auch irgendwann nochmal die Autos rein, die man dann natürlich auch benutzen kann. Ansonsten kann man aber hier Boote nehmen, die müssen ja überall drumherum verteilt sein. Und man muss hier auf jeden Fall immer ein bisschen auf die Haie aufpassen, sowohl natürlich bei Ricky Drake als auch bei The Flotilla. Die können dann nämlich immer relativ leicht attackieren und es wäre natürlich schade, wenn man dadurch sein Leben verliert. Wie gesagt, danach kann man entweder hier über Holly Hatches weitergehen oder man geht hier mal irgendwo durch Whooping Woods oder nach Misty Meadows weiter, ist euch überlassen. Man sollte auf jeden Fall nicht so lange gebraucht haben und falls man noch nicht genug Shield haben sollte, kann man hier nochmal diese beiden Slurpfässer mitnehmen. Damit kann man sich dann nochmal so ein bisschen die letzten Leben farmen. Leider bringen die allerdings nur 10, es gibt ja auch welche, die so groß sind und ein bisschen mehr bringen. Allerdings kann man notfalls auch immer noch nach Slurpy gehen und dort diese beiden Fässer mitnehmen. Damit kann man dann ja auch Full Shield werden. Damit war es das dann auch schon mit diesen drei Landing Spots, 4 Trios. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Video. Ciao.